Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, nachdem wir die Quest für die Bruderschaft so nicht weitermachen können, ohne was anderes zu triggern, weil da zwei Quests am selben abzugeben sind, werde ich jetzt zum Institut rüber und diese Befreiungsaktion starten. Also zum Institut. Da dann erstmal wieder die Waffen deponieren, das Gespräch machen und dann gehen wir runter, diese Wachen töten und schauen mal, wie das dann funktioniert. Also erstmal mit dem Reden nochmal. Ich habe meine Freunde gefragt, ob sie für ihre Freiheit zu den Waffen greifen würden. Die Anzahl der Freiwilligen hat mich überrascht. Vielleicht stoßen weitere zu uns, sobald der Kampf beginnt. Wir werden ohne Waffen jedoch im Kampf sehr schnell sterben. Und wir brauchen sehr viele. Mit dem richtigen Material. Welche Komponenten? Schießpulver. Das hat man ja beim letzten Mal schon. Ich könnte euch ein... Hervorragend. Also brauchen wir noch immer die... Könnten wir nicht einfach... Sämtliche Munition und das Überraschen. Rede weiter. Das Grabwerk. Dank Mr. Was wird... Aha. Wer bewacht sie? Nicht gerade weniges. Ich mache es. Danke. Wenn Sie die Wachen auf... Für das SEB und dann stellen unsere toten Freunde. So. Dann packen wir erstmal wieder die Sachen in die Kiste. Waffen. Ah, okay. Da waren es vorher anscheinend noch zu wenig Waffen, die ich da reingestellt habe. Ich hoffe, du hast alles, was du brauchst. Falls nicht, dann lass es mich wissen. So, dann werde ich jetzt hier erst nochmal speichern. Wenn ich einen Relais repariere, fallen zwei weitere aus. Wenigstens ist mir nicht langweilig. Stunde. Werden wir mal gerade noch was essen und trinken. So. Okay. Und dann rennen wir mal da runter. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Guten Tag. Ich glaube, Sie haben da eine Angelegenheit mit den Wachen zu regeln. Hi. Wir warten auf Ihre Anweisungen, nachdem Sie Ihre Angelegenheit mit den Wachen geregelt haben. Arbeite mit voller Kapazität. Hi. Alle Systeme normal. Der Bau schreitet planmäßig voran. Nichts zu melden, Sir. Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Naja, ein Terminal haben die ja jetzt hier gar nicht. Guten Tag. Ich glaube, Sie haben da eine Angelegenheit mit den Wachen zu regeln. Also hier nochmal ganz wichtig für den Abschnitt. Ach, mehr das bla bla. Töte sie so schnell wie möglich und sieh zu, dass sie nicht aus dem Raum fliehen oder in der Nähe eines Terminals kommen, sonst ist die Mission gescheitert. Aber da ist ja gar kein Terminal. Scanne. Person identifiziert. Grüße, Sir. Die Runde. Nutzen die Runde. Schaden. Ich bin.
Okay, noch ist auch nichts fehlgeschlagen. Du hast deinen Arm verloren. Geröll begraben. Denkt alle an Z1 Plan. Nehmt alles mit, was wir brauchen können. Besonders jetzt, wo die wir bewaffnet sind, wirst du das nächste Mal nicht alleine kämpfen. Ja, sorry, dass ich dir in den Rücken geschossen habe. Wir haben nicht viel Zeit. Sie sollten gehen. Um ihretwillen. Nichts zu viel. Die werden wir gleich oben direkt an den Händlern verkaufen. Ich liebe meine Arbeit, aber noch mehr liebe ich es, Vater zu sein. Da hatten wir doch den Händler, oder? Willkommen. Benötigen Sie zusätzliche Vorräte? Klar, ich schau mal, was du hast. Experiment 18a. Zu viel. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder mit dem Typen reden. Ja. Dann werde ich jetzt hier erstmal wieder speichern. Wieder eine Stunde. So. Sie haben ihren Teil getan und wir werden unseren tun. Wir fangen umgehend damit an, die Waffen herzustellen. Gibt's was Neues über Liam? Liam hat sein Terminal zum Laufen gebracht. Wenn die Zeit gekommen ist, haben wir jemanden, der es bedienen kann. Ich halte Liam hin, solange ich kann, aber er will unbedingt den alten Plan durchziehen. Gehen Sie ihm, wenn möglich, aus dem Weg. Wenn er hört, was wir vorhaben, könnte er uns melden. Gibt es Probleme? Es gab keinen Alarm. Meine Freunde haben genug Zeit, sich die Ausrüstung zu beschaffen und dann ihre Spuren zu verwischen. Das ist ein guter Anfang. Das Schwierigste wird sein, all das vor dem SEB geheim zu halten. Also sind wir sehr vorsichtig, was leider auch Zeit kostet. Arbeiten Sie fürs Erste bitte weiter mit Vater zusammen. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Ich kontaktiere Sie, sobald meine Leute bereit sind. Arbeite weiterhin mit Vater zusammen. Naja, das ist ja jetzt gar keine Option. Ich kann jetzt höchstens mal 24 Stunden warten oder so. Und dann nochmal zurück.
mal hier. Na, damit das Institut keinen Verdacht gegen euch hegt, arbeitet ihr weiter mit dem Vater zusammen. Absolviert dafür die Institut-Quest Mankind Redefined und Mass Fusion. Ja, aber das geht ja gar nicht, weil... Oder informiere die Bürotherschaft. Ja, dann hat sich das damit erledigt. Weil wenn ich das der Bruderschaft melde, dann ist es vorbei. Ja, dann geht das gar nicht. Dann werde ich das jetzt... Werde ich wieder zurück zur Bruderschaft. Das melden und dann... Ja, dann muss ich jetzt einen Helikopter rufen, dann laufen wir zur Bruderschaft. Ich meine, das ist halt eigentlich eine Railroad-Quest, deshalb würde man die Bruderschaft und das Institut quasi jetzt beide zum Feind machen. Ich will aber eigentlich nur das Institut zum Feind machen. Steig in den Vertibird. Gut, dann fliegen wir wieder zurück nach da. Alle Instrumente im grünen Bereich sind bereit zum Abflug. Na gut, da war das jetzt ziemlich unnötig. Die Minigun sollte geladen und feuerbereit sein. Viel Glück, Sir. Der will unbedingt über das Gebäude fliegen. Landeanflug wird eingeleitet. Blöpp. So, dann gehen wir die Quest mal abgeben. Wir werden das Institut aufhalten. Dr. Ingram, das Institut möchte, dass ich einen Beryllium-Beschleuniger aus den Ruinen von Mass Fusion hole. Einen Beryllium-Beschleuniger? Ich kann mich erinnern, einmal ein altes technisches Dokument darüber gelesen zu haben, aber ich hielt das für rein theoretisch. Das muss ja verdammt wichtig sein, wenn sie dir den Auftrag geben, es zu suchen. Weißt du,
Wenn wir sofort zu Mass Fusion aufbrechen, könnten wir vor dem Institut bei dem Gerät sein. Natürlich nur, wenn du nichts gegen ein wenig Gesellschaft hast. Ich denke mal, sie könnten uns durchaus helfen. Mhm. Warum willst du unbedingt mitkommen? Soll das ein Witz sein? Mass Fusion war Vorreiter auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Und angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit kaum technische Fortschritte gab, erwartet uns dort eine verdammte Goldmine. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Okay. Es wäre gut, wenn du mitkommen könntest. Ich wusste doch, dass du das auch so siehst. Rüste dich vorher noch aus. Wir treffen uns auf dem Flugdeck, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Das könnte unsere beste Chance sein, dem Institut zuvorzukommen. Begonnen, Kriegsbeute. Mhm. Schön zu sehen, dass du sicher aus dem Institut zurückgekehrt bist, Bruder. Jetzt können wir da mitfliegen, oder was? Kann sein, dass ich oben in den anderen Hubi einsteigen muss. Ja, dann wird der Depp wieder runterfallen. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, wenn ich den jetzt sage, dass er hier unten nur stehen bleiben soll. Dann wird er sich wahrscheinlich auch nach oben mitporten. Das Institut und seine technologischen Monster müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Bleib da. Hey. Sag mir einfach wo. Tut mir leid, das kann ich nicht. Warte da. Ich warte auf dich. Na, gucken, ob er jetzt wieder abstürzt. Aha. Wenn du diesen Vertibird zu Mass Fusion besteigst, wirst du für immer ein Feind des Instituts. Willst du wirklich fortfahren? Naja, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Roger, Schwertscheide. Wir haben Erlaubnis zum Absetzen. Halt dich lieber fest. Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. Auf geht's. Begonnen aus dem Institutverband.
Ja, und das geht natürlich jetzt auch nicht mehr. Brennende Deckung. Kriegsbeute. Kehre zum Institut zurück. Naja. Der Preston ist wirklich komplett zurückgeblieben. Der ist jetzt auch nicht da. Na, da wäre ich aber mit normalen Waffen wahrscheinlich besser bedient. Wirft man ja kein Stück mit. Ja, bitte. Ich will raus. Ach so, ich kann mit... Da stand mit Enter rausspringen, aber irgendwie lässt er mich nicht. Ich will doch raus! Ja, es war einfach die falsche Tasse, die da stand. Preston Garvey ist jetzt jedenfalls wieder hier. Irgendwas Nützliches? Soll ich da nicht durchschießen können? Da hat mir der mysteriöse Fremde geholfen. Ui! Naja, dann gehen wir mal da runter. Bringt nichts. Nicht ohne die Karte. Für den Aufzug braucht man offenbar eine Schlüsselkarte. Wo ist denn die Tante? Da. Dr. Ingram. Unglaublich, dass dieser Turm noch steht. Hoffentlich bleibt das auch so, bis wir wieder weg sind. Hilfreich.
Ah ja, Passwort fürs Hauptlabor. Mhm. Und Haupt-ID. Die können wir sicher noch gebrauchen. Ja. Verdammt. Ich sehe den Beschleuniger nirgendwo. Sie müssen ihn verlegt haben. Schauen wir mal in dem Terminal da drüben nach. Wenn wir das gesamte Gebäude... Was wird erforderlich? Persönliche Intramail. Gemäß ihren Anweisungen wurde der Beryllium-Beschleuniger in unseren Hauptreaktor in Untergeschoss 01 installiert. Da ich außerdem die Sicherheit aller Kartenleser im Gebäude erhöht habe, benötigen sie ihre Hauptschlüsselkarte, falls sie die Aufzüge benutzen möchten. Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal offiziell mitteilen, dass ich mit einer Beschleunigung des Projektzeitplans nicht einverstanden bin. Ich finde es beunruhigend, dass die derzeitigen Ereignisse, wie etwa weltweite Unruhen, keinen Einfluss auf Ihre Entscheidung gehabt haben. Mir ist zwar bewusst, dass Ihr Kontakt zum US-Militär eine rationale Vorgehensweise erschweren könnte, trotzdem empfehle ich Ihnen dringend, die Situation noch einmal zu überdenken. Ich dachte, Sie hätten genau aus diesem Grund Poseidon verlassen, Karl. An Oslo, Chandrich, Forschungsleiter. Ich beobachte den Reaktor jetzt seit Wochen und der Beryllium-Beschleuniger läuft mit höchster Effizienz. Bisher konnte ich lediglich eine Abnahme des EM-Spektrums von weniger als einem Tausendstel Prozent feststellen. Wenn Sie sich eine stabile Plasma-Reaktion erhofft haben, hier ist sie. Glückwunsch. Vielleicht sollten Sie und das Militär eine Flasche Champagner aufmachen. Heute Morgen wurde Dr. Noel Chandrich aus dem Gebäude geführt und sein Vertrag beim S-Fusion wurde aufgelöst. Der Speicher seines Terminals wurde gelöscht und seine Forschung auf unseren Hauptrechner übertragen. Dr. Chandrich wurde mitgeteilt, dass jeder Versuch, eine Anstellung bei einem konkurrierenden Atomenergieunternehmen zu erhalten, eine Klage nach sich ziehen wird. Laut Vertrag werden seine Pensionen und die Beihilfen gesperrt. Sollten Sie noch etwas von der Personalabteilung benötigen, teilen Sie es mir bitte mit. Alle Mitarbeiter sind hiermit zur Feiertagsfeier 2077 eingeladen. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr auf dem Dach unseres Hauptsitzes abgehalten, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, mit Ihren Lieben zu essen und den wunderschönen Ausblick über die Stadt zu genießen. Es wird eine Bar und Live-Musik geben. Außerdem findet um 22 Uhr ein besonderes Feuerwerk statt. Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Wir durchsuchen müssen. Sollten wir am besten bald damit anfangen. Nuka Cherry. Sieh dir das alles nur an. So, jetzt aber. Nach unten. Okay. Suning. Wo kommen die denn jetzt her? Ich dachte, ich wäre der Erste, der hier ist. Ich glaube, wir haben gesetzt. Bedrohung ausgeschaltet. Der hängt da ganz gut. Bereich gesichert.
das Feuer ein. Ach, die porten sich dahin, okay. Lasse Sprengladung detonieren. Was? Sprengladung? Verdammt! Wir haben den Strom der Aufzüge gekappt. Mit einer Stahlkiste direkt in einen Hinterhalt des Instituts zu fahren, ist sowieso kein guter Plan. Bewegung entdeckt. Sprenglinge. Wären ja nicht weniger hier. Ordentlich Action. Okay, stelle die Stromversorgung des Aufzugs wieder her. Hier ordentlich Strahlung. Ach, wurscht. Produktentwicklungsterminal. Okay. Casey, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre Arbeit am Beschleuniger von unschätzbarem Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich habe sie für eine Beförderung noch in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit. Casey, wäre es möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte ihrer Kompositlegierung zu erhalten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen. Falls Probleme auftreten sollten, sagen Sie es mir oder so. Sagen Sie es mir. Sie wirken Wunder, Casey. Die Graphen-Composite-Abschirmung war die letzte Komponente, die uns für die Inbetriebnahme des Beschleunigers noch gefehlt hatte. Und Sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie getan hätte. Wieder einmal großartige Arbeit. Wenn Sie so weitermachen, sind Sie eben nur Entwicklungsleiterin. Experte. Aha. Geschafft. Wir könnten uns auch hier hinunterfallen lassen. Vielleicht nicht so bequem wie ein Aufzug, aber immerhin die richtige Richtung. Nee. Ah, Laborschlüssel. Dann werden wir mal unsere Hackkünste wieder einsetzen und einfach alles anklicken. Geschafft. Alarm! Im Produktionsentwicklungslabor 3 wurde eine Leistungsspitze festgestellt. Die Hauptenergie wurde abgeschaltet, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Intramel der Forschungsabteilung. Alles ist an Ort und Stelle und wir sind fast bereit, den Beryllium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Casey Hathaway auf die Graphenabstimmung angesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieberechnungen, wo ich sie gerade erwähne. Mrs. Hathaways Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie es in die Wege. Was für ein Mist will Chandridge mit seiner Empfehlung für Hathaway da abziehen? Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles. Ich sag Ihnen mal eins, wenn Sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg, Goldberg. Energieverwaltung. Im Produktionslabor 3 wurde eine Leistungsspitze festgestellt. Die Hauptenergie wurde abgeschaltet, um Schäden in der Anlage zu verhindern. Mhm. Eventuell ist es möglich, die Energie
an den betroffenen Bereichen vorbeizuleiten. Möchten Sie den automatischen Umleitungsvorgang aktivieren? Bestätigen. Aktivieren auf Energie. Struktur des Gebäudes. Zugreifen erledigt. Umleiten erledigt. Hauptenergie wurde wiederhergestellt. Alle Systeme funktionieren normal. Das sollte funktionieren. Da. Schon erledigt. Der Strom läuft wieder. Ach, da wäre man hinten oben. Ne, wenn man so nicht drauf. Doch, da. Bin man durchgekommen. Experte. Rein theoretisch könnte ich natürlich da komplett zurück. Ich kann ja einfach jedes Mal jeweils eins hochspringen. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Bekomme ich nicht auf. Ja, da sieht man auch, dass die Grafik schon nicht richtig bearbeitet wurde. Da brauche ich den Schlüssel. Gut, dann fahren wir weiter. Jetzt bin ich aber wieder da, wo ich hergekommen bin, oder nicht? Also wo ich schon mal war. Nicht wo ich hergekommen bin jetzt, aber... ...144. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da so falsche Erinnerungen. Moment. Ruhe, das ist ja mal. Ja, da geht's raus. Unternehmensintramel. Achtung an alle Mitarbeiter. Aufgrund des bedauerlichen Sitzstreits im Haupteingang durch Mitglieder der Öffentlichkeit werden ab sofort neue Sicherheits... Ja, das hatten wir aber schon. Naja, das ist... ist einfach wieder zugegangen. Sie müssen terminiert werden. Das ist eine neue. Hey, du... Appa und Trinki.
Da ist er ja. Der Reaktor von Mass Fusion. So etwas wird heute gar nicht mehr gebaut. Ich schaue ihn mir auch ganz gern aus sicherer Entfernung an. Da haben wir noch ein Terminal. Ja. Cool. Intramel. Heute betreten wir Neuland, sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Tamash greift in seinen Beutel und verstreut den Kontaktstaub in einen Kreis um ihn herum. Er schließt die Augen und ruft das Wissen von Deligasa an. Deligasa, Weiser der Ewigkeit, zeige mir, was meine Augen nicht sehen können. Aha, was? Tamash stellt das Wirken des Zaubers ein und wechselt zu seinem Stab des gleißenden Sonnenlichts. Er intoniert die Worte und hebt den Stab hoch über seinen Kopf, um den Raum zu beleuchten. Voller Stolz ruft er, dunkler Feind, sei bereit für deine Enthüllung. Tamash lässt den Stab fallen, greift in seine linke Brusttasche und holt eine Prise Schwefelpulver heraus. Er stimmt den Feuersbrunstzauber an und pustet in Richtung der Bestie in das Pulver. Wenn es funktioniert, muss das Ding eine Feuerprüfung von minus 5 bestehen. Ist klar. Da hat wohl jemand Pen and Paper gespielt. Aktivierung Protektron zu Diensten. Der wird mich jetzt retten. Ich schütze und diene. Da haben wir noch ein Terminal. Nach all den Jahren. Bin drin. Intramel. Heute betreten wir Neuland, ja. Persönlich Intramel. Schattenteufel sucht nach einer sicheren Ecke und zieht seine beiden Schlangenbissdolche. Er geht in die Hocke und sagt, Tamash, hier stimmt etwas nicht. Schattenteufel schleudert sofort seine Dolche auf die kriechende Form und brüllt, Gandar, über dir, mein Freund. Ich habe eine 16 für den ersten Dolch, eine 7 für den zweiten. Schattenteufel holt seine Handarmbrust aus ihrem Lederhalfter, setzt ein +2-Pfeilmagazin ein und nimmt die Kreatur genau ins Visier. Mit seiner Kraft der Klarsicht versucht er, auf die Schwachstellen der Kreatur zu zielen und feuert. Ich habe eine 3, eine 19 und eine 12. Mann, richtig schlechte Würfe. Aggressoren-Steuerung aktivieren. Was? Sturmsteuerung. Auch aktivieren. Ich weiß nicht, ob die dann für mich kämpfen. Sicherheitstürsteuerung. Türen werden verriegelt. Gefechtslage festgestellt. Okay, das ist auch nicht so clever. Natürlich. Warte, was ist das? Chemikalien Schutzanzug, na, wer braucht das schon? Ein bisschen Wasser. Versuchen Sie nicht. Was? Ich hab noch gar nichts getan.
Sicherheitstürsteuerung öffnen. Überladen. Da haben wir auch noch einen Terminal Meister. Okay, da werden wir wohl einen Code. Ne, eventuell brauchen wir doch nicht mal einen Code. Also vielleicht haben wir den schon. Ne. Hey. 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 Die Strahlungswerte hier drin sind gefährlich hoch. Sag mir, wenn du Strahlenschutz benötigst. Ich kommuniziere über die Sprechanlage mit dir, während ich alles von hier draußen überwache. Pass auf dich auf, General. Na. Reaktorsteuerungsterminal. Derzeit online. Warnung, kritische Strahlungswerte in Reaktor kommen erreicht. Bitte treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Intramail. Okay. Ganda zieht seine Dämonentöterklinge aus der Schwertscheide und wartet, bis Tamashs Beschwörung wirkt. Er achtet sorgfältig darauf, ob sich im Raum etwas bewegt. Ganda beherzigt Schattenteufels Warnung und versucht, den erwarteten Angriff zu entgehen. Gleichzeitig führt er einen mächtigen Hieb mit seiner Klinge aus. Ich habe wohl eine 18. Nicht schlecht. Ganda tritt von der Kreatur zurück, da er erkennt, dass die Höllenbrut aus reiner Magie besteht und seine Waffen nutzlos wären. Meine Freunde, Magie ist das Einzige, was diese Kreatur der Finsternis aufhalten kann. Er kniet sich hin und spricht ein kurzes Gebet zu Bashla, dem Gott des Stahls. Naja, dann machen wir hier mal Knicki-Knacki, damit geht das Safe wahrscheinlich auf. Ja. Nachdem du die Kobolde bezwungen hast, betrittst du eine große Kammer. Der Raum ist feucht, dunkel und stinkt nach Innereien. Schattenteufel, du hast das Gefühl, als würden tausende Augen dich aus der Dunkelheit anstarren, doch deine Gedüste sich offenbar nichts. Ganda, du bemerkst, dass du dein Schwert schwach schimmert. Tamash, dein Geistwächter, flüstert dir während. Warnen zu, dass sich etwas Übernatürliches in diesem Ort befindet. Tamash, etwas verhindert den Abschluss deines Beschwörungsrituals. Du spürst nur noch die kalte Berührung von etwas Düsterem und Primitivem, das deinen Rücken hinaufkriecht. Du beschließt, es nicht weiter zu verärgern und deine Beschwörung einzustellen. Schattenteufel, du glaubst zu sehen, dass über Ganda etwas an der Decke entlang kriecht. Schattenteufel, deine Dolche treffen den kalten Stein der Decke, nachdem sie die schattenartige, schlangenhafte Form widerstandslos durchstoßen haben. Tamash, dein Stab würde die Kammer normalerweise mit reinem Sonnenlicht erfüllen, aber irgendetwas hindert die Magie an ihrer vollständigen Aktivierung. Du schaffst es gerade noch, den Raum schwach zu beleuchten. Ganda, dein Schwert zerschneidet die Luft, während die Klinge den Feind zustößt, der unversehrt bleibt. Safe-Steuerung.
Moment, wo war das Meister? Da. Das wär's. Aha. Intramel der Sicherheit. Unterrichten Sie bitte Ihre Sicherheitsmitarbeiter darüber, dass Dr. Noel Chandrov auf dem Firmengelände von Mass Fusion nicht mehr willkommen ist. Falls Sie ihn innerhalb eines Umkreises von 100 Metern um das Gebäude sehen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Sicherheitssystemsteuerung. Sicherheitssystem deaktivieren. Verbindung zum Sicherheitsnetzwerk von diesem Terminal aus nicht möglich. Direkter Zugang zum Netzwerk könnte über das Gebäudeverwaltungsbüro möglich sein. Sicherheitstürsteuerung öffnen. Oh oh. Immerhin hatte der keine Raketen mit. Das wäre ja ein bisschen fies gewesen. Waffen, Kleidung, da müssen wir noch ein bisschen Müll wegwerfen. Gebäude, Verwaltungsterminal. Technischen Dokumente und so hätte ich natürlich auch noch abgeben können. Persönliche Intramail, nein. Das ist wahrscheinlich nur wieder... Ah doch, ich weiß nicht, was ich tun soll, Debbie. Jenny aus der Zentralrechnersteuerung war hier und hat sich über diesen Victor aus der Buchführung ausgeheult. Er fragt sie immer wieder, ob sie seinen dummen Welpen haben will und lässt sie nicht in Ruhe. Was soll ich ihr sagen? Vielleicht sollte ich mit Victor reden und das verdammte Vieh selbst nehmen? Was meinst du? Deaktivieren. Ah ja, Warnung. Hierdurch werden alle automatischen Sicherheitssysteme auf der Hauptreaktorebene deaktiviert. Laut Direktive 9104a zur Kontrolle gefährlicher Materialien müssen vor der Deaktivierung der Sicherheit entsprechende Stellen auf örtlicher Bundes- und Staatsebene in Kenntnis gesetzt werden. Bitte warnen Sie außerdem die Sicherheit sowie die Rechtsabteilung von Mass Fusion, bevor Sie dieses System abschalten. Bestätigen. Deaktivieren, erledigt. Geschützdämme, erledigt. Roboterverteidigungsanlage, deaktivieren, erledigt. Alle Sicherheitssysteme wurden deaktiviert. Okay, das heißt, jetzt wird das andere, wenn wir da unten reinlaufen, deutlich einfacher. Luftschleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Dekontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren. Der Beryllium-Beschleuniger sollte in einem Sockel irgendwo oben im Reaktor stecken. Knister, knister. Hast du ihn? Gut. Komm raus aus der Reaktorkammer. Bringen wir den Beschleuniger zum Flughafen. Bitte warten. Dekontaminierung abgeschlossen. Wir haben offenbar einen Nerv getroffen. Das Institut wirft uns alles entgegen, was es hat. Okay. Verlasse Mass Fusion.
das kriegen wir doch hin. Das Institut hat offenbar Verstärkung geschickt. Ich helfe dabei, sie abzuwehren. Schaff du den Beschleuniger hier raus. Oder wir helfen mit. Hallo? Hallo? Befehl des Instituts. Müssen Sie vernichtet werden, bitte scharf. Kritische Beschädigung der Einheit. Reparieren. Immer Sie sind. Ja, hocken wir doch ganz gut. Ich glaube, ich sollte da einfach auf die Brust schießen, das ist effizienter. Effizient. Ware herunter. Ziel ausgeschaltet. Ziel erneut erfasst. Geschaltet. Was? Ein weiterer Sieg für die Bruderschaft. Okay, hallo umgebracht. Entschuldigung, Proctor Ingram. Bleib in Bewegung. Das Institut darf den Beschleuniger nicht in die Hände bekommen. Ah. Naja, damit stärken wir natürlich die Bruderschaft, was ich jetzt auch nicht unbedingt will, weil das auch Verrückte sind. Na, kommen wir hier raus. Aber das ist ja die Gegend, wo die Ladezeiten so lange... Na, geht. Ja, zum Flughafen zurück. Gut. Wir können aber jetzt auch die anderen Sachen an... Ja, wobei, machen wir das mit dem Flughafen. Oh, wobei, das ist die Railroad. Dann gehen wir da erst noch diese Quest abgeben. Also, da sollen wir ja mit ihr reden. Mal gucken, was da passiert. Kehre zum Institut zurück. Der Bruderschaft will ich eigentlich nicht unnötig viel helfen. Wird das wahrscheinlich dann nichts erstmal nicht abgeben und das andere machen. Also zum Institut zurückkehren. Und damit bekomme ich dann wahrscheinlich die Möglichkeit, zur Railroad zu gehen. Nicht zur Railroad, zum Minuteman-Dings da. Mhm.
So, was hat die denn jetzt in der Quest? Ich gehe davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Schlechte Neuigkeiten. Sie haben mich aus dem Institut geworfen. Ich kann nicht zurück. Gottverdammt. Wir wussten, das war aussichtslos. Ich bin sicher, du hast dein Bestes gegeben. Ohne Möglichkeit, uns mit Z114 zu koordinieren, haben wir leider unsere letzte Chance verloren. Das war's? Es gibt keine andere Option? Nicht mit der Railroad. Ohne Hilfe hat die Railroad einfach zu wenig Leute, um dem Institut auch nur einen Kratzer zuzufügen. Um die Synths mit Gewalt aus dem Institut zu befreien, brauchst du eine Armee. Es könnte eine Option geben. Nicht mit uns, sondern mit deinen Minutemen. Wenn du sie weiter aufbaust, hast du eine Armee. Mit den Daten aus Toms Holobands können sie vielleicht einen Weg ins Institut finden. Wenn wir dabei helfen können, sag Bescheid. Aber ich fürchte, das Schicksal aller Synths liegt jetzt in den Händen der Minutemen. Ja, das klingt doch gut. Sprich mit Preston. Hey. Okay. Aber zufällig dabei. Hey. Ich helfe dir gern weiter, wenn ich kann. Plaudern. Was meinst du? Hoffentlich glaubst du nicht, dass die Bruderschaft Liberty Prime einfach abschalten wird, nachdem sie mit ihm das Institut erledigt hat. Das ist alles. Kein Problem. Paris war ein guter Mann. So viele gute Männer. Hey. Ich bin ganz Ohr. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen. Na, es scheint ja nicht so zu funktionieren. Naja, dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen. Und dann werden wir den gleich mal als Begleiter weghauen. Vielleicht funktioniert das dann. Aufgepasst. Was gibt's? Eine Stunde schlafen. Ja, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Also, beim nächsten Mal mit dem Preston reden und gucken, was da ist. Und dann mit dem Institut vielleicht noch gucken, was das mit der Quest ist, dass wir uns beim Institut nochmal melden sollen. Ja. Also, bis zum nächsten Mal.